Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge ARK. Hier geht es heute wieder los und wenn euch das Ganze hier gefällt, was ich mache, würde ich mich sehr drüber freuen, wenn ihr positiv bewertet, Leute. Das wäre super, super lieb von euch und hilft mir sehr weiter. Und wenn ihr abonnieren wollt, Leute, das wäre noch viel lieber von euch. Und ihr macht es in letzter Zeit super, super fleißig. Vielen lieben Dank für den ganzen Support. Ich bin in letzter Zeit täglich am Videos rausballern, von daher bin ich sehr, sehr froh, dass ihr das so heftig supportet. Ich will nur mal kurz gesagt haben, eine Folge hatte 340 Likes und eine 290 oder so. Also über krass. Also vielen lieben Dank für den ganzen Support, Leute. Das ist einfach normal. So, ich habe vergessen, den Griffin zu benennen. Oh, hatte dafür jemanden Namen reingeschrieben? Ich bin mir gar nicht ganz sicher, weil ich dachte gerade so, ich habe alle benannt und dann war ich richtig stolz und habe ich den Griffin gesehen und ich so, ups. Aber auf jeden Fall, hier einmal Anubis für den Kollegen hier, dann Vulkanus für den Kollegen hier, dann Simba für den Kollegen hier. Und was haben wir noch gezählt? Wir haben noch irgendwas gezählt, oder nicht? Irgendwas habe ich doch gerade noch benannt. Bin ich jetzt boosted? Hä? Hatte ich nicht? Ach so, ja, stimmt! Der Freund von Devin! Kevin! Der Name wurde so oft vorgeschlagen, das ist einfach unnormal. Ich dachte mir so, Devin ist doch unser kleiner Kevin. Aber okay, da hat Devin halt einen Freund, Kevin. Und Devin, wie findest du deinen Freund so? Der kann nicht reden wie ich. Aber ich mag ihn. Ja, okay, das ist doch schön zu hören. Das klingt doch ganz gut. Ihr seid doch beide so gleich so ein bisschen am Rumkoten, sehe ich gerade so. Also die Eier, die sind auf jeden Fall ordentlich am Rausballern. So. Was ich eigentlich für heute geplant hatte, ich wollte unbedingt einen Boss machen. Und ich habe ja gesagt, diese X-Cores, die kann man nirgendwo craften. Und ich habe mir die Spawn-Codes rausgesucht. Ich dachte so, dann kann ich zumindest mir so ein X-Core einspawnen. Das habe ich auch gemacht. Habe ich im Inventar. Kann ich hier reinlegen. Ich habe nicht nur einen, ich habe 101 gemacht. Aber auf jeden Fall, zählen die nicht. Guckt euch das an. Das sind immer noch 0 von 1. Also anscheinend kann ich die so wieder wegwerfen. Und das klappt irgendwie gar nicht. Also ich habe keine Ahnung, was das mit diesen X-Cores auf sich hat. Es gibt anscheinend X-Dodos. Das habe ich auch noch nachgelesen. Aber die spawnen hier auch überhaupt nicht. Also ich habe einen Transmitter aufgestellt, habe nachgeguckt nach X-Dodos. Sind keine auf dem Server. Also ich weiß nicht genau, wie ich das machen soll. Aber ich kann es halt nicht so richtig machen. Dann wollte ich euch noch was zeigen. Nämlich habe ich schon ein paar Guardians gekillt. Sogar ein paar viele. Und man kann diese Guardian-Element machen. Und damit kann man gegen Bosse von Gaia kämpfen, was halt auch ultra, ultra sick wäre, weil man kriegt anscheinend von dem Endboss von Gaia, kriegt man Element, weil ich will nur Element haben, damit ich mir selber einen Transmitter machen kann. Aber, für den brauchen wir, glaube ich, noch ein bisschen mehr, weil da müssen wir, glaube ich, 5 von, einer brauche ich das Ding ganz hingestellt, hier hinten ganz, da müssen wir nämlich 5 von diesen Guardian-Elementen haben, 3 Stück haben wir jetzt schon, also so super lange wird es nicht mehr dauern, aber ich würde eigentlich sowieso vorher ganz gerne gegen die anderen Bosse noch kämpfen. Hier gibt es nämlich noch so Guardian-Dodo, Monkey, Ratte, was? Bat, nicht Rat? Okay, ich dachte schon, so sagt, wann gibt's Ratten in Ark? Okay, Mann, fail schon wieder. Da gibt's hier so mittlere Bosse, die kosten halt 2 und da gibt's hier halt den Endboss, der Endboss kostet 5. Vielleicht machen wir heute ein paar Bosskämpfe, aber ich würde sagen, erstmal probieren wir den Sabertooth aus. Bis gleich. So Leute, da sind wir auch schon wieder mit dem Sabertooth unterwegs. Der macht 27.000 Schaden vom Start, das ist gar nicht so schlecht. Aber der hätte halt viel höheres Level sein können. Ich habe halt den Tame ein bisschen verkackt. Von daher kann sein, dass wir uns nochmal einen anderen Alpha ranholen. Vielleicht holen wir uns sogar diese Folge einen anderen Alpha ran. Junge, in letzter Zeit, ich weiß gar nicht, was ich zuerst machen soll, weil es einfach so viel zu tun gibt. Oh mein Gott. Okay, habe ich gar nicht erschrocken. So wie letzte Folge auch nicht. Also letzte Folge habe ich mich auch absolut nicht erschrocken. Oh, wow, das ist halt schon ein bisschen. Ah! Okay, ich habe vorbeigeschossen einmal, habe mich auch gar nicht erschrocken. Nee, habe mich gar nicht erschrocken. Oh, wow, mit den Headshots mache ich sogar. Ah, okay, ah. Das ist eine gute Idee, hier draußen zu What, Bruder? Nicht einmal. Der hat 1,6 Millionen, das ist ein Guardian. Guardian verprügeln wir schon ganz nice. Weil wir brauchen halt die Dinger für die Bosse. Och, komm, wo kommt ihr denn jetzt alle her? Was wollt ihr alle von mir? Lasst mich in Ruhe! Ihr da! Alter, ich mach jetzt schon 60.000? Okay, okay. Das sieht ja ganz gut aus eigentlich. Oh, hier ist ein Savage. Kommt da wieder ein größerer Savage, wenn ich den kille? Ist hier ein Chrono? Wo ist ein Chrono? Was ist das? Ich verstehe nicht, was hier abgeht. Dingsbums, ist das ein Chrono? Das ist ein Chrono-Raptor. Wow, habe ich noch nie gesehen. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Dann dieser komische Sabertooth, der sieht übersick aus. Oh mein Gott, nein, es passieren Sachen. Es passieren Sachen. Es passieren üble Sachen. Nein.
Oh, womit habe ich das verdient? Och, nein. Der hat mich gestunt und hat mich einfach runtergebissen. Wie unfair ist das denn? Was ist das denn für eine Kombination? Die Frage ist, ja, den Chrono müssen wir eh killen. Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich diesen Sabertooth halt zähme. Aber, ja, ich glaube, wir müssen die beide killen, weil sonst geht unser Sabertooth vielleicht drauf. Oh, mit was gehen wir da hin? Komm, Elsa. Elsa, wir gehen da fix hin. Vielleicht soll ich mir eine Rüstung wieder anziehen. Ist meine Rüstung überhaupt kaputt gegangen? Ich glaube schon, ne? Oh mein Gott, die ist komplett kaputt. Junge, der Chrono hat so reingehauen. Okay, ja, wir sind gleich da. So, Leute, hier vorne war das. Hoffentlich ist alles gut. Ist alles gut, Bruder. Ah, lass ihn Ruhe. Oh, er hat sich gewehrt. Okay, der war anscheinend nicht auf Passiv. Das ist auch ganz okay so. Hat er beide gekillt? Der hat beide gekillt. Junge, du bist ja richtiger Killer. Holy shit. Kommt hier ein Undying? Ist kein Undying gekommen? Obwohl der Chrono gestorben ist? Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. So. Weil ihr sagt, oh wow, der hat echt ein bisschen auf den Sack bekommen. Alter, ich bin auch noch nackig. Ich sitze da nackig drauf. So, jetzt kann ich aber den Guardian zumindest eben einmal wegflexen. Hallo, Mr. Guardian, Sir. Da, friss das. Friss Flamme. Oh, okay. Der hält doch ein bisschen was aus. Oh, das ist so nervig, dass man die ganze Zeit so eine komische Animation macht. Da, friss das. Stego, Sir. Essence of Void? Das habe ich vorher auch noch nicht bekommen, glaube ich. Obwohl, kann sein, dass ich das vorher schon bekommen habe. Nice. Okay, und irgendwie so eine Sichel und irgendwie so ein komischen... Was ist das? Ich bekomme letztens halt so einen komischen Kram. Ich habe auch so eine komische Keule bekommen oder sowas. Die habe ich auch noch nicht ausgetestet. Ah, ich muss die auch mal austesten. Und das hier ist eine Spitzhacke. Ist das eine Spitzhacke? Das ist nicht mal eine Spitzhacke. Was ist das denn für ein Betrug? Ich dachte, ich kann damit jetzt mies abbauen gehen. Aber gar nicht. Okay. Ja, den schicken wir nach Hause. Denselben Betrug gehe ich ausleveln. Und dann treffen wir uns wieder, Leute. Hey Leute, da bin ich wieder. Und ich habe hier gerade was gesehen. Nämlich das No-All. Und die ist Level 85. Und die ist Divine. Ich weiß nicht mal, was Divine überhaupt ist. Was bedeutet Divine? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir nehmen die mit. Und unser Sabertooth ist vom Schaden her ausgelevelt. Der macht echt gar nicht so wenig Schaden. Zeige ich euch gleich. Aber, wow. Wo kommt jetzt diese Bike her? Die wollte ich gar nicht in der Hand haben. So, da. Zack. Oh, oh Bruder, ich habe gar keine Rüstung. Nein. Ja. Lass nicht drüber reden. Okay, Leute, ich fliege gerade so ein bisschen random rum, weil ich überhaupt keinen Plan habe, wo ich gerade drauf gegangen bin. Und ich sehe da das hier. Demon Wyvern! Oh mein Gott, was? Diesmal war ich kein Erschreckending oben in die Ecke. Ich erschrecke mich schon wieder viel. Das war so unerwartet, dass ihr auf einmal auf mich abdreht. Warum dreht ihr auf... Oh, war das hier vielleicht? Das war hier, oh mein Gott, direkt wieder... ja, hier, erster Versuch, eine Eule zu zähmen, Leute. Hier, ihr seid dabei. Es ist gerade nämlich nichts passiert, so. Deshalb stehen ja auch keine zwei Dinos. So, selber Tuf, gehen wir schnell nach Hause. So, zack, erster Versuch. Ihr seid live dabei. So, jetzt kann eigentlich nichts schief gehen, oder? Ich will diese Demon Wyvern unbedingt haben. Also das mit der Eule war jetzt eher super spontan. Aber das mit der Wyvern, och, da kann ich echt nicht... Oh, ist die brutal irgendwie? Die sieht echt ein bisschen brutal aus. Ja, Kote lieber, Bruder. Ja, wo willst du hin? Hä, wo ist er hin? Oh, der ist ja doch da! Ich dachte, der ist schon losgeflogen. Aua, macht der Sachen? Der macht echt Schaden, kann das sein? Ja, easy Treffer. Ja, ja, versuche ich wegzugehen. Versuche es. Oh Gott, ich muss aufpassen, dass ich vielleicht heilen muss. Oh, die fliegt so kacke, ne? Okay, wieder Treffer. Okay, wieder Treffer. Sie flieht. Ja, sie flieht. Oh, oh mein Gott, ich bin Sniper Lord. Leute, ich bin Sniper Lord. Ihr habt es offiziell gesehen. Okay, hab nichts gesagt. Okay, hab gar nichts gesagt. Ja, wenn der nicht getroffen hätte, ne? Da hätte ich mich auch beschwert. Bei Ark höchstpersönlich, da hätte ich die angerufen. Oh. Ja, okay, noch einer in den Po. So, einen noch. Diese Demon Wyvern wäre so sick, oder? Leute, wir müssen die holen. Irgendwie. Ich weiß nicht, wie man sowas zähmt, aber... Oh, nice. Alter. Crazy. Let's go. Alter, die hat so viel Schaden gemacht, ne? Die hat unser Beta Griffin halb tot geprügelt. In so kurzer Zeit. Vielleicht ist die echt ein bisschen stark. Was greift jetzt schon wieder an? Brauche ich Kampfmusik?
Ah, okay. So, da, nimm mein Fleisch. Nur das Beste vom Besten. Ah, okay, die haben wir schon mal. Dann gehen wir zu Demon Rivern. Wir versuchen es einfach. Was soll schon schief gehen, hä? Huh? Ich habe keinen Plan, wie stark die ist, aber überhaupt nicht. Zack. So, ab nach Hause. Wenn ihr Namen habt, schreibt die wieder gerne in die Kommentare, Leute. Ich suche mir dann wieder welche aus. So, einmal heilen. Und dann hoffe ich, dass wir die auch direkt wiederfinden, weil meine Orientierung hier auf der Map ist noch echt richtig, richtig schlimm. So, zack, machen wir die mal nach oben. Ich weiß halt nicht, wie krank die ist. So, war das nicht die Richtung? Ich glaube, wir kamen von... Ja, hier ist sie. Okay, Tameable K.O., okay. Also alles easy eigentlich. Dürfte eigentlich nichts schief gehen. Da sind nur 1000 Fledermäuse in der Nähe und die sind super nervig. Aber sonst... Hallo, bist du Demon Rivern, Sir? Okay. Eine Fledermaus... Oh nein! Oh, wäre die mir weiter hinterher geflogen, wäre so perfekt gewesen. Ich prüfe jetzt erstmal die Fledermaus weg, weil die nerven unnormal. Wenn sie mich zu sehr nerven, dann haue ich den anderen in die Fresse. So. Wie soll ich das jetzt machen, Leute? Die sieht crazy aus. Habe ich die getroffen? Ja, ich habe sie getroffen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, war kein Treffer. Das ist belastend. Ich sehe nichts. Aber ich sehe absolut nichts. Und ich habe nur 23 Pfeile. Verliert die schnell. Oh, die verliert auch schnell Topor. Aber die sollten reichen. Die sollten echt reichen. Oh, wenn ich den treffe. Okay, ich glaube, wir müssen Pfeile nachmachen, oder? Wenn ich das so mache, sollte es klappen. Ich hoffe, dass dieser dumme Fledermaus-Lord nicht einen abgefangen hat. Weil dann bin ich ein bisschen deprimiert. Okay, ey, wir kriegen es hin, wir kriegen es hin. Warum nicht gleich so? Oh wow, haut der ab? Als ob der... Oh, was? Hat der Aggro verloren? Das ist jetzt... Och, wie hat der denn nicht getroffen? Hä, aber wie... Was macht der denn jetzt? Jetzt werden Fiumia angreifen oder was? Ja, mach weiter so. Kein Ding. Immer weitermachen. Ja. Bist du down? Nein. Also gut wie. Oh. Komm schon! Das war ein Treffer. Der ist down, oder? Ja. Oh. Und bitte sag mir, dass nichts den angreift. Dillo, mach nicht diesen. Komm jetzt ein Stück weg. So, okay. Oh, Leute, wie sexy ist das denn? Oh, so. Braucht die einfach Filet? Ich hoffe, die braucht einfach Filet. Ja, braucht die. Oh mein Gott. Alter. Ich habe noch nie so eine gesehen. Ohne Witz. Ich glaube, die könnte kacke sein. Aber ich will die trotzdem unbedingt haben. Oh, let's go, man. Wie die aufsteht. Einfach so direkt. Was war das denn? So. Bitte sag mir, du machst ein bisschen Schaden. Nur ein bisschen. 4000. Oh, 4000 ist ein schwieriger Hase. Oh, guckt euch die an, Junge. Die hat sogar so eine Narbe am Auge. An beiden Augen. Alter, die sieht so crazy aus. Okay, schicken wir auch nach Hause. Wir zählen schon wieder viel zu viel. Aber was soll's. Nice. Alter, die ist so nice. Okay, so, ja. Ich mach weiter, Leute. Leute, ich habe gerade einen Chrono getötet und dann kam ein Decaying Thylacoleo und ich kann Thylacoleo nicht stehen lassen. Der ist zwar nur Level 60, was schon echt übel kacke ist, aber ich kann den nicht stehen lassen. Ich liebe Thylacoleos und das ist einfach zu crazy, also den müssen wir unbedingt mitnehmen. So, du gehst nach Hause, wir holen Yoshi her. Versucht ihr hochzukommen? Alter, oh, oder töte ich den mit Yoshi? Yoshi, komm her. So, ich töte nicht mit Yoshi. Ich mache nur 6000 Schaden oder so. Hä? Ja, 6000, okay. Ah, was kommt denn jetzt? Okay, Dreadful Rex. Hä, der ist ausgenockt und steht da so komisch?
Hier willst du auch ausgenockt werden. Hier, da. Leg dich hin, Brudi. Kommt der da? Was hat das denn jetzt? Warum legt er sich jetzt erst hin? Und warum so komisch in die Erde? Ich weiß nicht, was hier abgeht, Leute. Es ist alles komisch. Ich habe auch kein Filet mehr. Wir müssen mal eben den Rex verprügeln. Und ich hoffe, der Alpha Rex kommt nicht rüber, weil den kriege ich in 10 Jahren nicht down. Ey, da kann ich mal meinen Knüppel ausprobieren. Oh, der ist schon aggro. Nein. Ah, okay, Yoshi. Yoshi, du musst nach Hause. Aber ganz schnell. Und, Okay, alles im Griff, wie immer, Leute. Als ob hier mal was schief geht, also ich wüsste nicht, wann. So, zack. Und zack. Ich hoffe, wir kriegen ihn da aus der Erde raus. So. Weil das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Ah ja, ich kann drauf zugreifen, nice. So, zack. Ist der kein Fleisch? Achso, der braucht eine Taming Potion, weil ich den ja mit Yoshi ausgenockt habe. Let's go! Oh mein Gott! Nice! Ich wusste nicht, was es Skelett Sabertooths gibt! Sabertooths, Tylacoleos. Wie gut ist das denn? Oh, guckt euch den an! Der sieht so cool. Oh mein Gott, der sieht so cool aus. Oh, ich liebe ihn. Also jetzt wirklich, ich liebe ihn. Oh, wir haben so coole Tames heute. Wir haben so coole Tames. Oh mein Gott. Okay, ja. Ich würde sagen, wir testen aber mal die Wyvern ein bisschen aus. Ich habe euch eigentlich den Schaden vom Tylacoleo gezeigt. Auf jeden Fall war das so um die 400.000. Was ziemlich gut ist, dafür, dass es schlecht gezähmt war. Von daher, also, das wird echt doch crazy, glaube ich. Ist es wie ein Chrono? Oder was? Nee, Divine Pegasus. Ich finde so viel Quatsch heute. Das ist einfach unnormal. Nee, den zählen wir jetzt nicht auch noch. Okay, ja, wir treffen uns gleich bei der Base. So, Leute, dann bin ich wieder. Übrigens ist mir gerade aufgefallen, dass Divine ja einfach nur diese normalen weißen Dinos sind und dass das gar nichts Besonderes ist. Ich dachte erst, oh mein Gott, der Raptor macht mehr Schaden als ich. Was ist das denn? Ist hier. Hier ist ein Chrono. Hier ist ein Chronomantis. Leute, habe ich gar nicht gesehen. Was ist ein Pupto? Was zum Teufel ist ein Pupto? Nehmen wir den Pupto mit? Vielleicht nehmen wir den Pupto mit. Wir zählen viel zu viel heute. Auf jeden Fall, ja, unsere Schneeeule war nichts Besonderes. Ich dachte, die wäre was super Besonderes, aber anscheinend überhaupt nicht. Kriegen wir den Chrono überhaupt damit tot? Der macht halt gar keinen Schaden. Ich weiß auch nicht, warum der so wenig Schaden macht. Oh, ist das eine gute Idee? Das seht ihr in der nächsten Folge. What? Ein Griffin davon? Es gibt davon Griffins? Dabei wollte ich doch nur den Pupto mitnehmen. Leute, ich kann nicht auch noch einen Griffin jetzt zähmen, die Folge. Ich habe schon so viel gezähmt, die Folge. Und ich will den Pupto noch mitnehmen, eigentlich. Und da ist noch ein Chrono. Ich muss den Dino wechseln. Ich kann mit dem Dino einfach nicht gegen sowas antreten. Oh, ich kann dir ganz viel XP-Potions reindonnern. Vielleicht macht er da genug Schaden, um die Chrono zu killen. Warte, wir probieren mal einmal. Zack, 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 zack. So, Level-Up-Counter rein. Weh, du machst gleich keinen Schaden, ey. Da bist du eine Enttäuschung für die ganze Familie. Aber was zum Teufel? Es gibt Griffins davon? Auch wenn der so halb unter der Erde fliegt. Oh, der sieht so cool aus. Oh mein Gott, sieht der cool aus. Leute, der sieht so cool aus. Och, nee. Der fliegt einfach unter Wasser. Oh. Nehme ich die doch noch mit? Alter, das ist jetzt echt eine schwierige Entscheidung. Ich prüge jetzt erstmal die andere Chrono weg und hoffe, dass die Wyvern das überhaupt packt. So, zack, zack, machen wir ein bisschen Leben. Eine Heal Potion rein. Wo ist meine Heal Potion? Ist da. Zack. Ich mal gucken, wie viel die Wyvern jetzt macht. Wo ist überhaupt der Griffin ist da noch, okay. Bitte. Oh ja, 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 ja. Wir machen Schaden. Wir machen gleich so wenig Schaden. Was ist jetzt gekommen? Ein Spino! Das Ding ist, wenn ich nicht Dino wipe, sind die nächste Folge auch noch hier eigentlich. Von daher, wir könnten uns die nächste Folge holen. Ist das ein Plan?
Eigentlich dürften die nicht weggehen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die nicht weggehen. Ich glaube, das war's für die nächste Folge. Wir machen das so. Aber auf jeden Fall, Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, würde ich mich selber eine positive Werte freuen. Das wäre super lieb von euch. Dann sehen wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch noch einen ganz, 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 ganz schönen warmen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.